Hallo, liebe Fußballfreunde, liebe Trainerkollegen, liebe User von mfsfußballtraining.tv. Wir haben mal wieder einen Blogartikel veröffentlicht vor kurzem mit dem Titel Natürlich wollen wir gewinnen. Und wir haben wie üblich zu unseren Blogartikeln immer wieder viele Kommentare oder Fragen bekommen. Und ich möchte jetzt an der Stelle hier in dem Video mal auf einen Kommentar ein bisschen näher eingehen. Weil der so ein klassisches Problem einfach widerspiegelt, das denke ich zumindest einfach viele Trainer haben und von dem her gesehen es einfach es wert ist, dass man das mal in einem Video ein bisschen näher ja, bespricht oder erläutert, erklärt. Unser Trainerkollege Andreas hat ein klassisches Problem, das einem immer wieder begegnet, wenn man im Ausbildungsbereich F- und E-Jugend, auch noch D-Jugend unterwegs ist. Hat eine Mannschaft, wenn ich das so richtig verstanden habe, in der F-Jugend übernommen und trainiert sie nun im ersten Jahr. E-Jugend ist also jetzt im dritten Jahr der Trainer dieser Mannschaft. Er trainiert diese Jungs so, wie man es eigentlich machen soll. Er lässt sie Fußball spielen, er lässt sie Tricks üben, er lässt sie diese Tricks im Spiel auch ausprobieren. Er lässt sie technischen, schönen Fußball spielen. Und wir alle wissen, was das bedeutet in diesen Altersklassen, dass man natürlich zwangsläufig sehr, sehr viele Spiele verliert. Es ist in der Regel ein langfristig angelegter Weg. Es gibt eine Ausnahme dabei, wenn ich selbst eine Mannschaft besitze, die hauptsächlich aus körperlich weit entwickelten Spielern besitzt, sei es rein physisch betrachtet oder auch sehr schnellen Spielern besitzt, dann ist dieser Weg auch ein bisschen kurzfristiger zu sehen. Aber in der Regel, wenn man eine durchschnittliche Mannschaft nimmt mit durchschnittlichen Spielen in dem Alter, speziell in der F-Jugend, und man die Kinder von klein auf wirklich technisch Fußball spielen lässt, geht das meist in die Hose. Denn es ist auch klar, wenn ich also irgendwelchen Spielern im Spielaufbau sage, sie sollen mal einen Trick ausprobieren, dann kann das eben mal passieren, dass der Trick zu spät oder zu früh gemacht wurde oder er wurde nicht richtig ausgeführt. Man hat einen Ballverlust und das vielleicht auch noch in der eigenen Hälfte, und dann geht es ganz schnell, dass der Schuss nach hinten losgeht. Wir alle haben das schon erlebt und wir haben auch oft genug in diesem Blog darüber berichtet, dass das halt eben so ist und dass man da auch geduldig sein muss und lange warten muss, dann wird es irgendwann funktionieren. Kommen wir zurück auf Andreas. Andreas hat genau dieses Problem. Er sagt also sinngemäß in seiner Mannschaft im ersten Jahr E-Jugend, nachdem er sie jetzt das dritte Jahr genau so ausbildet, sieht er schon die Fortschritte, er sieht, dass die Spieler sich technisch weiterentwickeln. Hauptsächlich sieht er das natürlich im Training, wenn sie unter ihresgleichen sind. Aber in den Spielen, wenn sie natürlich gegen Mannschaften spielen, die körperlich dann überlegen sind, sei es physisch oder eben schneller, dann kommt das natürlich nicht so zum Tragen. Aber dennoch sagt er auch, ja, eine Entwicklung ist sichtbar. Ganz kurz, warum sieht er das jetzt schon? Das liegt ganz einfach daran, dass, ohne dass ich jetzt ein Spiel von ihm gesehen habe, aber wage ich zu behaupten, speziell wenn der Anpfiff stattfindet, wird in den ersten 10 Minuten ungefähr das relativ wenig zu erkennen sein, denn dort setzt sich die körperliche Überlegenheit des Gegners besonders stark durch, weil gerade frisch im Spiel, man ist noch fit und dann gibt der Gegner in der Regel sehr, sehr viel Tempo vor und in der Zeit ist es einfach wahnsinnig schwierig, wie man eh körperlich unterlegen ist. Dann auch noch gegen einen körperlich überlegenen Gegner, der auch noch alles reinwirft, erstmal seine eigene technische, vielleicht schon auch Überlegenheit auszuspielen. Sobald aber dann der Gegner das erste Mal ein bisschen müde wird im Spiel, das ist ganz normal, das kommt auch im Jugendbereich natürlich vor, dann entstehen ein bisschen Räume. Da braucht gar nicht viel, ja, da brauchen bloß ein paar Prozent, dass der Gegner nachlässt und es entstehen mehr Räume, es entsteht ein bisschen mehr Zeit, ein kleines bisschen nur, das genügt dann oft schon, um dann auf einmal seinen technischen Fußball zeigen zu können. Und dann sieht es für den Trainer eben so aus von außen aus, ja, da entwickelt sich was. Und da entwickelt sich auch wirklich was. Und das ist auch das Entscheidende, dass man das erkennt. Schlimm wäre es, wenn es in diesen Momenten dann nicht erkennbar wäre. Also das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Andreas sagt natürlich auch, ja, verlieren tut verdammt nochmal weh. Und wie lange geht das denn eigentlich noch? Eine absolut berechtigte Frage. Ja, da muss ich leider sagen, es geht leider noch sehr lange, lieber Andreas, aus eigener Erfahrung heraus oder aus der Erfahrung unserer täglichen Arbeit einfach heraus, wissen wir, dieser Weg ist eben ein langfristig angelegter Weg. Es dauert einfach noch ein wenig.
grundsätzlich kann man auch nicht sagen, wie lange es noch dauert, denn die grundsätzliche Regel dahinter ist ganz einfach: Wenn der körperliche Unterschied ausgeglichen ist, dann wird sich natürlich der technisch bessere Fußball immer durchsetzen. Aber wann das der Fall ist, kann man eben nicht so genau sagen. Denn wir wissen alles, wir wissen das alle, die biologische Entwicklung der Kinder ist einfach extrem unterschiedlich. Das kann relativ schnell gehen innerhalb einer Mannschaft, das kann es eben aber auch nicht. Es kann eben auch sein, dass zwei Spieler sich jetzt relativ zügig körperlich weiterentwickeln und der Rest einfach noch nicht in die Pubertät kommt, auf relativ lange Zeit hinweg gesehen. Und dann wird dieser Weg einfach noch ein längerer sein. Aber das Entscheidende ist eben, dass man das weiß und dass man sich das immer wieder verinnerlicht und dass man das auch seinen Kindern immer wieder mal erklärt und dass man das auch den Eltern mal immer wieder erklärt, um eben die nötige Ruhe zu haben, den Kindern eben auch auf diesem Prozess, in diesem Entwicklung, in diesem, auf diesem Entwicklungsweg Zeit zu geben. Also die Antwort kann man einfach leider nicht pauschal beantworten. Man kann nicht sagen, im ersten Jahr D-Jugend, im zweiten Jahr D-Jugend ist das dann zu Ende. Das ist eben unterschiedlich. Grundsätzlich gilt, wenn der körperliche Unterschied aufgeholt wurde, dann wird sich der technische Fußball immer mehr durchsetzen. Wichtig ist, um das nochmal zu betonen, dass man jetzt schon eine Entwicklung erkennt. Und zwar in den Ligaspielen auch gegen körperliche überlegene Gegner. Man sieht, sobald das Spiel ein bisschen ruhiger wird oder der Gegner, der oft natürlich seine stärksten Sieben aufstellt, vielleicht auch mal durchwechselt, ein, zwei Spieler beim Gegner auf dem Platz sind, die dann nicht mehr diesen Speed haben oder vielleicht auch ein bisschen kleiner sind, biologisch auch jünger sind. Und man dann sieht, es entstehen Räume und man dann sieht, hey, meine Jungs fangen an jetzt zu dribbeln. Sie probieren die Tricks aus. Sie haben auch mal einen guten Abschluss. Sie haben mal ein cooles Passspiel. Sie spielen mal über den Torwart mit einer schönen Sohlenwende oder Schussfinte zurück etc. Wenn man das dann sieht, dann weiß man, man ist auf dem richtigen Weg. Was Andreas schon sehr gut sagt und auch macht, ist, um natürlich jetzt dem großen Problem der dauerhaften Frustration entgegenzuwirken, weil ich vielleicht in einer Liga bin, die einfach in der einfach alle Mannschaften so sind, ja, weil alle ihre körperlich überlegenen Spieler aufs Feld schicken und vielleicht eben nicht die biologisch Jungen spielen lassen vermehrt, weil man eben nur gewinnen möchte. Und damit dort, wenn ich jetzt jedes Spiel 8, 9, 0 oder sowas verliere, die dauerhafte Frustration nicht eintritt bei den Kindern, ist es extrem wichtig, genauso wie es Andreas richtig macht, Freundschaftsspiele zu vereinbaren, um immer wieder mal ein positives Gefühl zu erzeugen. Und diese Freundschaftsspiele mache ich, so wie es Andreas richtig macht, gegen niveaugleiche Gegner. Ich gehe sogar so weit und sage zum Teil auch mal gegen einen schwächeren Gegner, damit man die Dinge einfach auch mal wieder ausprobieren kann. Damit die Kinder einfach dieses Aha-Erlebnis bekommen. Denn im Training üben sie die Sohlenwenden, sie üben den doppelten Übersteiger, sie üben den Schweinsteiger-Trick. Aber damit er dann auch mal im Spiel umgesetzt werden kann, muss man ihn gegen Gegner ausprobieren können, die niveaugleich oder schwächer sind. Denn warum ist das so? Weil man dort genau in diesen Spielen natürlich mehr Zeit zur Verfügung hat. Gegen körperlich starke Gegner ist bei Ballannahme, sage ich immer, der Gegner schon da. Der steht dir quasi auf den Zehen und man hat quasi diese Zeit gar nicht, das auszuprobieren. Natürlich muss er das später gegen solche Gegner auch können, das ist schon klar. Aber um das jetzt erstmal überhaupt im Spiel anwenden zu lernen mit Selbstvertrauen, muss er es erstmal ausprobieren dürfen. Und das geht gegen diesen biologisch weiterentwickelten Spieler nicht, sondern es geht eben gegen gleich starke oder sogar schwächere Gegner. Denn dort, sage ich immer, bei Ballannahme ist der Spieler noch einen Meter weg. Ich kann den Ball mal annehmen. Der Trainer kann dann auch von draußen mal reinrufen: Sohlenwende! Und er kann sie dann mal ausprobieren. Er hat dieses berühmte Aha-Erlebnis. Er bekommt Selbstvertrauen. Und kann dann in einem nächsten Schritt gegen einen starken Gegner es auch mal ausprobieren. Und dort eben dann so sehen, okay, damit ich es auch machen kann, muss ich mich noch vielleicht rechtzeitig vom Gegner lösen, damit er mir nicht auf den Zehenspitzen steht. Also der Weg ist dann der total richtige, so wie Andreas es macht, um den Kindern quasi dieses Selbstvertrauen mit auf den Weg zu geben, müssen sie es ausprobieren dürfen. Das geht eben nur gegen Gegner, die gleich stark oder sogar schwächer sind. Deswegen in diesem Fall immer wieder mal Freundschaftsspiele mit einbauen. Vielleicht sogar, die Winterpause sorgt ja in den Landesverbänden immer für eine neue Einteilung, so wie ich das richtig weiß oder informiert bin. Wenn nicht, wenn ich merke, diese Liga ist mir einfach dauerhaft zu stark, vielleicht mal mit dem Verein reden, mit den Eltern reden, ob es nicht Sinn macht, eine Liga tiefer zu gehen, freiwillig tiefer zu gehen, um eben dort sich besser entwickeln zu können.
Denn nochmal, langfristig betrachtet wird sich dieser Weg immer auszahlen. Es ist einfach eine Frage der Zeit. Und ja, es ist aber auch eine Frage des Selbstvertrauens. Und das wiederum kriege ich in dieser Liga nicht. Das ist ja auch klar. Von dem her gesehen, lieber Andreas und liebe anderen Trainerkollegen, die dieses Problem einfach so kennen, bleibt dran, geht diesen Weg konsequent weiter, verwässert ihn nicht, ermutigt die Kinder weiterhin Fußball zu spielen und sorgt für positive Erlebnisse. Und wenn das in meinem Spielbetrieb aktuell nicht geht, weil die Liga halt so ist, weil die Gegner ihre biologisch weiterentwickelten, akzelerierten Kinder einsetzen und hauptsächlich gewinnen wollen und lange Bälle spielen, diesen Weg trotzdem nicht verlassen und dann eben versuchen, über Freundschaftsspiele etc. es hinzubekommen, dass trotzdem eine Entwicklung stattfindet und dann praktisch die Liga als das sehen, was es dann nämlich auch sein kann, eine Liga des Ausprobierens gegen starke Gegner. Aber gegen schwache Gegner oder gegen gleich starke Gegner, da muss ich mir eben das Selbstvertrauen holen und die nötige Portion technischen Vertrauens holen, um es dann auch wirklich gegen starke Gegner anwenden zu können. Ansonsten findet die Entwicklung nicht statt. In diesem Sinne hoffe ich, ein bisschen für Aufklärung gesorgt zu haben. Und lieber Andreas, viel Geduld bei deiner Arbeit. Ich weiß, es ist ein langer Weg und ein zäher Weg. Ich trainiere selber aktuell auch wieder eine D-Jugendmannschaft im Ausbildungsbereich, habe die letztes Jahr auch in der E-Jugend schon trainiert. Und auch ich muss es mir immer wieder vorsagen, unser Weg ist schon der richtige. Er braucht Zeit, er braucht Geduld und es ist ein anstrengender Weg. Und man muss da nicht nur täglich mit den Kindern trainieren, wie ihr alle sicher wisst, sondern man muss eben auch viel kommunizieren und diesen Weg, ja, ich sage immer aktiv verbal bewerben, damit auch da ein allgemeines Verständnis dafür da ist und keine unnötige Unruhe einkehrt. In diesem Sinne, alles Liebe dir, Andreas, alles Liebe an alle Fußballtrainer da draußen, gebt weiter Gas und lasst uns weiter unsere Kinder richtig cool ausbilden und nicht den Hauruck-Fußball praktizieren in jungen Jahren. Später, das wissen wir, kann das natürlich ein Mittel der Wahl sein, aber im Ausbildungsbereich hat das einfach nichts verloren. In diesem Sinne, macht's gut und eine gute Fußballzeit. Liebe Grüße.